Hallo YouTube, heute wollen wir integrieren durch Substitution. Und für alle, die dieses Video nochmal angucken, nur um die Formel zu kriegen, hier oben steht sie drüber. Wenn wir eine Funktion haben der Form h' von g von x mal g' von x, ist ihre Stammfunktion h von g von x. Und für alle, die das erklärt haben wollen, gehen wir einmal rechts rüber und gucken uns das Ganze noch einmal ein bisschen an. Das heißt, wir hatten hier eine Funktion. Und diese Funktion können wir nicht aufleiten. Zum Beispiel x mal e hoch x Quadrat. Weil wir damit Probleme haben. Hier oben steht nämlich ein x Quadrat im e hoch und das ist wieder problematisch und und Hilfe. Und wir haben es auch probiert mit der Integration von Produkten. Da ist aber auch nichts rausgekommen, außer irgendein Schwachsinn, den wir überhaupt gar nicht verstanden haben. Was machen wir denn da bloß? Und die Lösung ist ganz einfach. Das hier ist ein klassischer Fall von einer Kettenregel. Weil e hoch irgendein Schwachsinn, da braucht man zu 90% der Fälle einfach mal die Kettenregel. Das heißt, auch hier benutzen wir einfach mal die Kettenregel. Das heißt, wir haben eine Funktion f von x ist gleich h von g von x, also eine Kette. Zum Beispiel e hoch und g von x wäre dann x Quadrat. Und die Ableitung dieser Funktion wäre dann folgendermaßen: erstmal die äußere Funktion einfach ableiten, ganz normal. Als Kosten dafür muss man aber die abgeleitete innere Funktion nochmal dahinter setzen. Das heißt, wenn man diese Ableitung hier wieder aufleiten will, kommt da wieder das raus. Und das macht man sich zunutze. Das heißt, man kann auch hinschreiben, das Integral über diesen ganzen Schwachsinn hier, h' von g von x mal g' von x dx. Das Ganze hier ist gleich h von g von x. Aber wie ihr jetzt schon merkt, sind das viel zu viele Klammern und viel zu viel von. Das heißt, wir machen uns das Ganze ein bisschen einfacher. Gehen nochmal links rüber. Und schauen uns das Ganze nochmal ein bisschen zivilisierter an. Das heißt, wir haben gerade gesehen, was passiert, wenn man es wirklich rein kettentechnisch machen würde. Heute machen wir einen kleinen Twist. Und zwar schreiben wir diese eine Sache hier auf. Z gleich g von x. Das heißt, anstatt jedes Mal g von x und g' von x zu schreiben, schreiben wir einfach einmal z. Und das erleichtert wirklich eine ganze Menge. Eine gigantische Menge. Das heißt, wenn wir jetzt das Integral über eine Kettenregel nehmen wollen, das heißt h von z einfach nur, brauchen wir gar nicht mehr g von x zu schreiben, dx, dann machen wir das folgendermaßen. Und zwar brauchen wir, um das zu machen, folgende Form: h' von z mal z'. Warum brauchen wir diese Form? Weil das ganz einfach diese Form hier ist. Das ist einfach die Form der Kettenregel. Das ist die abgeleitete Kettenregel. Hier hinten steht es nochmal. Wenn wir da vorne für g von x ein z einsetzen, ist das Ganze hier h' von, bleibt gleich, aber. Wenn wir dafür ein z einsetzen, steht hier ein z und da rechts neben steht ein z'. Genau das, was wir vorhin da unten hingeschrieben haben. Was wir vorhin hier unten hingeschrieben haben. H' von z mal z'. Das heißt, wenn wir die Kettenregel integrieren wollen, dann machen wir das einfach. Das heißt, das hier wäre dann im späteren Sinne auch wirklich h von z. Aber das wäre noch ein bisschen zu einfach, wenn das so schnell ginge.
Wir machen noch einen Schritt dazwischen, um das Ganze ein bisschen klarer zu machen. Und zwar, der Schritt dazwischen sieht meist folgt aus. Wir schreiben einfach nochmal das Integral dahin. Und dann schreiben wir Folgendes dahin. H' von z dz. Das ist im Endeffekt eigentlich genau das Gleiche und macht überhaupt gar keinen Sinn, das so auszuformulieren. Aber man macht es trotzdem doch gerne, denn es hilft einfach beim Ausrechnen. Es macht das Ganze einfach leichter. Mehr ist das nicht. Das ist nicht irgendwie, weil man euch ärgern will oder weil das irgendwie unglaublich wichtig ist, sondern weil das das Ganze einfach einfacher macht. Wenn wir uns das nämlich angucken, was hier steht, das Integral über eine Ableitung, dann wissen wir auch, was das ist. Das ist nämlich nichts anderes. Das ist nichts anderes als, ups, ohne das Integral, einfach h von z. Das ist nichts anderes. Das steht hier. Wenn wir h von z ableiten, ist das h' von z. Und wenn wir h' von z wieder aufleiten, ist das h von z. Eigentlich sind diese beiden Seiten genau das gleiche. Nur, dass die linke Seite hier anders geschrieben ist. Und das auch nur, damit das ein bisschen einfacher wird. Das heißt, das Ding hier nehmen wir sozusagen mal als Anleitung mit dieser kleinen Zusatzinformation. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Funktion, die wir hier aufgeschrieben haben, x mal e hoch x Quadrat. Die benutzen wir einfach nochmal. Das heißt, wir haben die Funktion f von x gleich x mal e hoch x Quadrat. Und dann wollen wir mal. Das heißt, wir brauchen diese Form h' von z mal z'. Erst einmal, was zur Hölle? Wie sollen wir denn hier wissen, was davon die Kettenregel ist und wo die da ansetzt? Ganz einfach, wenn ihr es nicht mehr wisst, einfach zu dem Video Regelzusammenfassung nochmal zurück. Da habe ich nämlich geschrieben, dass man an solchen Sachen hier, zum Beispiel dem E oder zum Beispiel Malpunkt, zum Beispiel Klammern, zum Beispiel im Quotienten, also im Bruchstrich, dass man an solchen Sachen erkennen kann, welche Regel man zu benutzen hat. Hier vorne steht eindeutig ein E. Und beim E habe ich hingeschrieben, dass es zu 90% der Fälle einfach immer die Kettenregel ist. Das heißt, das Ding hier wäre dann f von x und man kann es hinschreiben als e hoch und das könnten wir vereinfachen zu z. Und hier vorne vor müsste z' stehen. Oh, jetzt gucken wir das mal an. Z ist gleich x Quadrat. Was ist dann z'? Z' ist dann 2x. Aber da vorne vor steht doch gar nicht 2x. Da vorne vor steht einfach nur x. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir doch ein großes Problem. Ganz so groß ist es eigentlich auch nicht. Wir machen folgenden Trick. Wenn das nicht passen sollte, weil da irgendein Faktor fehlt, wie zum Beispiel 4 oder 7 oder 9 oder 13. Irgendeine Zahl als Faktor davor fehlt, oder zum Beispiel auch 2. Dann schreiben wir da einfach die 2 hin. Aber das dürfen wir nicht einfach so machen, weil sonst würden wir einfach die Gleichung verdoppeln, die Funktion verändern, sondern wir schreiben Folgendes hin. 1 halb mal 2. 1 halb mal 2 ist immer noch 1, also verändert das gar nichts. Ich kann ja überall sagen, ich kann sagen, das ist ein Apfel. Ich kann aber auch sagen, das sind zwei Hälften von einem Apfel. Das bleibt trotzdem ein ganzer Apfel. Genau das gleiche mache ich hier. Was ich jetzt aber machen darf, ist, ich darf das Ganze in diese andere Form umschreiben. Obwohl es eigentlich nicht gepasst hätte. Wenn wir jetzt das Integral darüber nehmen. Das heißt, das Integral über 1 halb z' mal e hoch z dx. Wenn wir das Integral jetzt nehmen, dann ist unser nächster Schritt nämlich ganz einfach, dass wir das Ganze
wegfallen lassen. Das heißt, wir schreiben hier hin e hoch z dz. Wir verändern die Integrationsvariable und dürfen dafür das z' hier wegfallen lassen. Das ist der springende Punkt, der wichtige Punkt. Wir verändern hier hinten das dx zu einem dz und dafür müssen wir dieses z' hier wegfallen lassen. Das ist die ganze Idee. Das ist wirklich die ganze Idee dahinter. Und der Rest ist dann einfach nur noch ausrechnen. Das heißt, das Integral über 1/2 e hoch z dürftet ihr selber ausrechnen können. Das ist nämlich einfach, ohne Integral. Das ist nämlich einfach 1/2 e hoch z. Weil e aufgeleitet ist e, e abgeleitet ist e, e umgeleitet ist e. Da steht jetzt aber immer noch z, wenn wir wieder das Ganze haben wollten in der Form, wie es vorher war, das heißt mit e hoch x Quadrat, dann können wir das z einfach wieder zurücksubstituieren. Das heißt, da kommt dann wieder e hoch x Quadrat hin. Und das ist dann schon unsere Lösung. Das ist dann unsere Lösung des Problems. Das heißt, wir gucken uns bitte noch einmal die Schritte an. Schritt Nummer 1. Erkennen, welche Regel man überhaupt benutzen muss. Müssen wir die Kennregel benutzen, das heißt Integration durch Substitution? Müssen wir die Produktregel benutzen, das heißt Integration von Produkten? Oder müssen wir ganz was anderes machen, zum Beispiel eine Additionsregel oder so ein Schwachsinn? Gibt's alles. Dann erst gucken wir, ob oder was unser z ist. Das heißt, in diesem Fall war es x Quadrat und gucken, was unser z' ist. Das heißt, das hier ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, wir bringen das in die richtige Form. Das heißt, hinterher wollen wir da stehen haben, z' mal e hoch z. Beziehungsweise z' mal f von z. Das heißt, wir bringen das in diese Form hier, in diese obere Form hier. Ganz wichtig. Erst wenn es in der Form ist, können wir es auch wirklich integrieren. Der nächste Schritt, also das war dann das hier mit 1/2 mal 2. Einfach nur, damit es in der richtigen Form ist. Dann können wir die Zs und so da hinschreiben. Dann können wir es integrieren. Können wir das Ganze nochmal umschreiben. Hier zu dem hier, indem wir die Substitutionsvariable verändern, fällt das Z' weg. Und wir erhalten hinterher, dann können wir das Integral ausrechnen und wir erhalten hinterher unsere Lösung. Das heißt, ich schreibe am besten nochmal auf, welche Schritte wir jetzt gemacht haben. Das heißt, erster Schritt, welche Regel? Das war unser erster Schritt. Der zweite Schritt, den wir gemacht haben, ich gehe noch einmal links rüber, ist das Ganze z zu erkennen. Das heißt, zweiter Schritt ist z erkennen. Der dritte Schritt ist das in die richtige Form zu bringen. Der vierte Schritt ist das Ganze mit z und so weiter dahin zu schreiben. Das heißt, mit z, mit eingesetztem z hinschreiben. Ich kürze mal ein bisschen ab mit hinschreibe. Der fünfte Schritt ist dann die Integrationsvariable ändern. Der sechste Schritt ist ausrechnen. Der siebte Schritt ist die Variable wieder zurück. Zurück zu substituieren. So, dann haben wir jetzt
sieben Schritte, mit denen wir das machen, die werden hinterher auch noch mal unten in unten in der Beschreibung stehen, diese sieben Schritte. Das heißt, welche Regel, Z erkennen, die richtige Form erkennen, mit Z hinschreiben, die Integrationsvariable ändern, dann ausrechnen und dann die Variable wieder zurück substituieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr könnt immer wieder auf diese sieben Schritte zurückgreifen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß.